Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Ja, wir waren hier in dem Labor von Mirko, glaube ich, stehen geblieben. Ist der Mirko? Ich glaube, der ist Mirko. Und unser Schiff ist repariert, hoffentlich. Ich habe Exterior repariert. Nun könnt ihr loslegen. Ja. Doki, pass gut auf dich auf. Aber mir wird schon nichts passieren. Kurz ein bisschen Mikrofon richten. So. Die Energie, die die Tonusinsel festhält, lässt eindeutig nach. Doki. Wir müssen uns beeilen. Ich weiß, ein Monster, sogar mehr. Was? Das haben wir den Höllenfürsten zu verdanken. Na, lass uns nachsehen. Ach du Kacke. So viele Monster, müssen wir denn ständig kämpfen? Sogar mehr gibt es diese ekligen Monster. Wir werden gut aufpassen müssen. Wir werden uns schon um diese Monster kümmern. Geht ihr ruhig schon mal an Bord der Exterion. Aber... Hier ist doch kein Problem. Das sind doch noch alles Babys. Was? Dicker! Woo! Nimm das! Alter, Deka lebt! Du? Kann das wahr sein? Hey, lange nicht mehr gesehen! Deka, du lebst! Natürlich! Warum sollte ich nicht leben? Ich bin ja erst ein erstklassiger Schwertkämpfer. Ja, das ist ohne Zweifel Deka! Tatsächlich! Habt ihr auch diese seltsame Insel am Himmel gesehen? Ja. Dann solltet ihr hier nicht rumstehen. Auf geht's. Schon, auf. Geht schon los. Deka. Ich werde die Monster hier ein wenig beschäftigen. Also macht, dass ihr fortkommt. In Ordnung. Du lebst? Ja, mich wird man nicht so einfach los. Ich könnte dich schon besiegen. Ha, 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 ha. Darüber sprechen. Wie später, mein Freund. Ja. Bis dann. Deka lebt. Heilige Scheiße, ist das geil. Deka. Diese Höllenfürsten müssen endlich besiegt werden. Auf geht's. Oh mein Gott. Deka. Ja, Mann. Geil. Ich mache die Monster hier platt. Kümmert euch um die Höllenfürstin. Heilige Scheiße. Oh, ist das cool. Deka lebt einfach, Mann. Es ist so schön. Sie scheinen eingetroffen zu sein. Da aus mein Gebiet. Ich werde diese Kreaturen zerschmettern. Interessant, zeige es mir. Mit Vergnügen, Meister. Alter Vater. Fuck. Okay, alle daneben. Oh, fuck. Oh, lol. Nice. Ist denn alle okay? Ja, ich bin in Ordnung. Ja, ich auch. Selan, bitte sag doch was. Ich bin auch okay, Doki. Ha, wir sind wohl am Ziel. Ist das der Darst? Ist das. Das ist der Darst-Tempel? Ziemlich finster. Ich kann die Energie spüren. Böse Energie, sehr, sehr stark. Selan, benutze den Lichtzauber. Alles klar. Okay. Das ist also der Daos-Tempel. Die Kälte hier lässt das Blut zu Eis gefrieren. Ihr kommt in meinen Tempel gekrochen. Daos. Ja, wenn du es bist, dann zeig dich. Na, ich bin genau über dir. Okay. Alter, Mann, ich fass es nicht. Deka hat einfach überlebt. Das ist so cool. Deka, Mann. Das ist wundervoll, dass Deka überlebt hat.
Wo müssen wir hin? Na, hier kommen wir auch nur dahin. Hier können wir bestimmt heilen und so. Oder? Ja, okay, Items holen. Heilsirup, okay, schöne Sache. Können wir definitiv vielleicht gebrauchen. Noch ein Heilsirup, okay, schön. Leute, es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Wir sind jetzt fast am Ende angelangt. Es ist krass. Es ist einfach krass. Noch ein Heilsirup. Ich glaube, auf der linken Seite ist dann auch noch ein Heilsirup, oder? Ich denke schon. Ich sprinte mal kurz darüber. Zack. Ja, letzter Heilsirup. Also fünfter Heilsirup, nicht letzter. Ich glaube, wir kriegen sogar... Ups. Noch ein paar mehr. Aber Alter. Heieiei. Hey, oh, lol. Na, wer kommt? Ah, wahrscheinlich hier. Mir fällt sein Name nicht mehr ein. Du hast es bis hierher geschafft. Gades, jetzt entkommst du mir nicht mehr. Schweig, kein Schritt weiter. Okay. Eine Fähigkeit. Deine Fähigkeiten erhöhen sich. KP und MP werden vollständig aufgefüllt. Was war das hier? Ja, genau. Wirbel-Axt. Machen wir das mal, vielleicht funktioniert das ja sogar. Machen wir hier mal einen Amok-Wüter und wir machen ein... Kopfnuss, den Gegner doppelter Kraft trifft, wirksam gegen starke Gegner. Ja, perfekt. Amok-Wüter. Heieiei, ey. DK lebt einfach, man, ich kann's nicht fassen. Es ist so gut, aber es war irgendwie auch... Ich weiß nicht. Was macht Sinn? Einfach weil es DK ist? DK ist der Gott. Ist einfach so schädlich. Oh, schön. Judo-Meister. Ich will mal wissen, wie viel Damage... Ja gut, wenn er diesen Angriff da gerade macht wie eben, dann wird er kein wirkliches Damage bekommen. Was machen wir denn mal? Wir haben ja jetzt ein paar Attacken. Machen wir mal einen... warte mal. Speedy, ne? Erhöht im Kampf die Bewegung auf alle außer Seelan und... Ja, auf alle außer Seelan. Seelan ist jetzt so die Bufferin, sag ich mal. Wir machen mal... Erstmal Nodderbar. Ach, das geht... Oh! Ha! Schöne Sache! Er kriegt ganz gut Damage, Alter. Das ist schön. Also Doki kann also dann nicht mehr angegriffen werden. 433 Damage. Okay, dann will ich gleich mal... Ha! Ja, hi. Also, ha. Das, oh, schön, ha. Damage, oh ja. Dann machen wir noch mal, wir machen mal ein Speedy auf. Nee, warte mal, wir machen jetzt einfach mal Donner. Und Arti, mach bitte einmal ein Abaddon. Ich will mal wissen, wie viel Damage Abaddon macht. Dim, dim, dim. Donner ist schön. Donner macht auf jeden Fall schönes Damage. Und Arti ist jetzt auf jeden Fall auch vor Gades dran. Das ist super. Das ist sehr super. Tja. Ah, aber Donner macht definitiv mehr Damage. Zerstörer. Das heißt, er kriegt gleich wieder schönes Damage zurück. Schön, Alter. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Ha! Alter! Einfach mal easy win. Was ist das? What? Krasser Scheiß, Mann. Krasser, verdammter Scheiß. Holy moly. Ja, die Goldmünzen brauchen wir nicht, ne? Ich glaube, Gades ist jetzt besiegt vollkommen. Und ich glaube, wir sind auch wieder komplett geheilt, ne? Ne, doch nicht. Aber unsere ZP dürfte wieder aufgefüllt sein. Ich glaube, so war das, dass die ZP immer wieder aufgefüllt wird. Und ich kann mal kurz gucken. Status, ja, ZP auf 100%. 100%, 100% und 100%, genau. Die ZP wird hier dauerhaft wieder aufgefüllt. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, die Entwickler wollten halt, dass man dann ja immer wieder Lufia-Schwert oder so einsetzen kann bei jedem Kampf. Und ich finde das eigentlich ganz cool, auf jeden Fall. Ist nett. Und ich glaube, gleich kämpfen wir gegen Amon, dann gegen Erim. Und dann als letztes halt, macht ja auch Sinn, gegen Daos.
Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, habe ich irgendwie so erwartet, dass Gardes so der Boss des Allem ist, weil er halt als erstes aufgetaucht ist. Aber ja, macht schon Sinn, dass das nicht ist. Ist hier hinten irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Können wir kurz nachgucken. Doch, hier sind zwei Thronen. Okay, schön. Hi, Sirup. Nice. Das ist gar nicht mal so unschön, sag ich mal. Hier ist noch ein Heilsirup, okay. Ich glaube, wir kriegen hier genug Heilsirups. Hier ist auch nichts mehr, nee. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir zuerst... Ich glaube, ich gehe mal zuerst hier lang. Da oben führt dann der Weg, glaube ich, weiter später. Ja, genau, aber hier unten können wir noch wahrscheinlich mehr Heilsirup holen. Würde ich jetzt mal so erwarten irgendwie, ich weiß nicht. Okay, oder uns heilen? Heilen, okay. Und uns Mana holen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, kämpfen wir mal gegen Amon. Komm her, Amon. Du hast keine Chance gegen uns. Du wirst es niemals schaffen. Wir sind einfach zu stark für dich. Du hast Gardes besiegt. Du bist der Nächste, Amon. Überschätze dich nicht, du Wicht. Ich gebe dir gerne eine kleine Kostprobe meiner Macht. Ja, mach mal. Gut, eben hatten wir Götterhelm. Jetzt nehmen wir, glaube ich, Götterschild. Schützen Anwender eine Weile vor Verletzungen jeglicher Art. Machen wir gerne mal. Wir nutzen jetzt einfach mal alles. Wir haben vorher mal den Gorgonstein. Das heißt, wir machen mal Drachentöter. Machen mal einen Donnerschrei. Und wir machen mal ein Drachenherz. Mal sehen, wie viel das so drückt. Ah, okay. Ich glaube, da ist Amokwüter doch die bessere Variante. Drachenherz ist aber auf jeden Fall schön. Selan ist verwirrt. Oh, das ist nicht so gut. Aber Doki ist jetzt unverwundbar, sag ich mal. Vorerst. Ja, wir machen einfach mal... Ja, wir wehren einfach ab. Das macht einfach so... Das ist egal. Hä, warte mal. Wehrt Arti jetzt ab? Oder was passiert? Oh, verdammt, ich habe Arti abwehren lassen. Oh, verdammt. Ups. Ach stimmt, bei Selan können wir jetzt ja gar nichts mehr auswählen. Dadurch, dass sie halt verwirrt ist. Ja, okay. Das ist, ja. Machen wir mal... Wir machen, ein Abaddon. Nein! Haru! Huh! Autsch. Okay. Autsch. Ja, aber dann geht diesmal vom Damage her eigentlich. 800, Alter. Doki zieht mit dem Lufia-Schwert einfach so total durch. Das ist übel krass. Angriff, Angriff. Und mach mal bitte... wo ist Wähler? Wähler. Da. Wähler auf Seelenbrecher. Autsch. Okay. Ja, aber Seelen ist jetzt wieder... Völlig geheilt. Aber ich finde, das Götterschild ist gar nicht mal so krass. So, die ZP davon. Klar, Doki ist jetzt halt unsterblich erstmal. Aber ich weiß nicht, irgendwie würde ich da doch schon eher die anderen ZP-Attacken irgendwie bevorzugen. Weiß nicht. Machen wir mal einen Donner. Ein Donner hat bei Dings auch schön viel abgezogen. Und hier machen wir jetzt mal einen Nodderbar. Das war eben, glaube ich, knappes 700 Damage, ne? So Abaddon. Mal gucken, wie viel Nodderbar an Damage drückt. Donner geht. Chaoswelle. Ah, Doki verteidigt nicht mehr, okay. Doki kriegt jetzt wieder Damage. Nee, doch nicht, okay. Doch nicht. Okay. Okay, Abaddon ist definitiv die bessere Wahl. Definitiv. Angriff, Angriff, wo ist Wähler? Da ist Wähler. Wähler auf alle. Und du machst bitte Abaddon. Oh Mann, herrlich. Zack, alle wieder voll geheilt. Abaddon. Abaddon ist ein krasser Angriff einfach. Er ist echt stark. Ich glaube, der stärkste magische Angriff, glaube ich. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich meine, ich habe bisher noch keinen stärkeren bei Leuten erlebt.
Ich glaube, die 600, 700, 800 Damage kommt keiner ran. Okay, jetzt verteidige ich Doki nicht mehr. Ho, schöner Crit, Alter. Okay, und Armon ist besiegt. Nice. Schöne Sache. Ich weiß nicht, sollten wir nochmal zurückgehen und uns da heilen? Ich weiß nämlich nicht, ob wir uns oben nochmal heilen können. Also wenn wir jetzt noch eine Treppe höher gehen. Daos! Okay. Ja, tja, Armon. Konntest uns wohl nicht aufhalten, ne? Ja, wir heilen uns nochmal da unten, bitte. Einmal eben schnell. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es vor dem nächsten Kampf wieder so Heilfelder gibt. Deswegen machen wir das vorsichtshalber einfach mal hier. Wenn es oben dann auch nochmal Heilfelder geben sollte, dann wird es danach auch nochmal Heilfelder geben. Das heißt, dann werde ich nicht nochmal extra zurücklaufen und mich heilen. Aber ja, ich glaube, jetzt kämpfen wir gegen Erem. Schätze ich mal. Gegen die haben wir, glaube ich, noch nie gekämpft, ne? Ich glaube, die haben wir noch nie gesehen. Ich glaube nicht. Oh, Kacke. Nur das passieren. Doki, das könnte eine Falle sein. Er sagte, wir können passieren, also weiter. Aber Daos stellt uns auf die Probe. Bloß keine Angst zeigen, Alter. Er spürt das. So wird es sein. Meine Leute setzen große Hoffnung auf mich. Das gibt mir viel Kraft. Auf geht's, Elan. Das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen, in unseren Händen. Ich weiß. Solange das Lufia-Schwert erstrahlt, bleibt die Hoffnung bestehen. Das Licht des Schwertes erstrahlt heller als jemals zuvor. Wir werden die Höllenfürsten der Hölle, die Fürsten der Hölle zerstören und der Welt den Frieden bringen. Und danach kehre ich mit dir heim, versprochen. Erem. Bist du der Auserwählte des Lufia-Schwerts? Wer bist du? Ich bin... Ja, was? Wie lautet dein Name? Erem, Meisterin des Todes. Na, Erem? Erem, du hast Gales wiederbelebt. Genau. Solange ich lebe, sind die Höllenfürsten unsterblich. Um sie zu zerstören, muss ich also dich besiegen? So steht es geschrieben. Unser Feind ist der Träger des Lufia-Schwerts. Okay. Krass, Alter. Jetzt machen wir Phönixkraft. Kampfkraft aller Kämpfer wird erhöht. Füllt die Kapi und MP vollständig auf. Drachenfeuer. Amokwüter war die bessere Wahl, genau. Und Drachenherz. Dadum. Dim, 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 dim. Na, 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 na. Erem ist ziemlich langsam, wie es aussieht. Ja? Lol. Zirk. Kampfkraft wurde erhöht. Erhört, ja. Erhört. Erhöht. Flammenwalze, okay. Na? Oh, wow, süßes Damage. Wow, Erem, ich habe irgendwie mehr erwartet, muss ich sagen. Was ist denn mit dir? Wir machen wieder Donner. Und Abaddon. Ich glaube, ich habe mir irgendwie den Nacken hier heute Nacht verrenkt. Ey, das ist schlimm. Wow, Donner macht kein Damage an ihr. Was ist das? Lol. Okay. Ich habe irgendwie mehr Damage erwartet. Wenn Abaddon jetzt ziemlich wenig macht, dann setze ich mal Donnerbar ein. Na gut, ist schon ziemlich hoch. Ich denke, Donnerbar wird da nicht mehr Damage ausrichten. Ich glaube, wir bleiben bei Abaddon. Ja. Sie ist sogar langsamer als Guy. Was ist das? Hoi! Okay, das war krasses Damage. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet, ey. Wunderwand. Ja, nee, will ich nicht einsetzen. Und macht Selan bitte einen Wailer. Und Arti. Macht mal. Ich will mal Norderbar ausprobieren. Nein, nicht Funke. Nicht Furie. Norderbar. Mal sehen, wie viel Damage das machen wird. Na, 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 na. Oh Mann, das ist schön. Die Musik ist einfach unglaublich cool. Na, Nodaba? Ah, ist immer noch nicht gut. Wir bleiben bei Abaddon. Wir bleiben einfach dabei. 1162 Damage. Schönes.
Schönes Damage, Guy. Schönes Damage. Gut, dass wir Selan als Heilerin dabei haben, sag ich mal. Das Problem ist, Haru ist besiegt. Mann, Haru hat halt noch nicht wirklich Leben. Oh mein Gott. Ich will nicht, Oh, warte mal. Wir machen Judo-Meister jetzt. Weil... Und Amok... Ja, wir müssen heilen. Vela. Weil sie dadurch... Ja... Ah, Drachenherz. Schönes Damage kriegt, wenn sie Doki angreift mit diesem Schattendings, wird das wahrscheinlich schön was werden. Also das könnte gutes Damage an ihr machen. Und die Lufia-Schwertfähigkeit will ich mir aufbewahren für Gardes, für Daos. Komm. Nice, sie macht Schattenspuk. Oh, ist das schön. Mal sehen, wie viel Damage das drückt. Zu doppelter Kraft oder so zurückgesetzt, ne? Zurückgeschickt. Ah, es war okay. Ich habe jetzt mehr erwartet, aber ist okay. Wirbelachs, machen wir mal eine Wirbelachs? Nee. Normalen Angriff. Und du machst bitte wieder einen Wailer. Und du machst Abaddon. Dum, 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 dum. Na, 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 na. Ja, also ich meine, mit Selan als Heilerin und Doki, der einfach unsterblich ist, so gesehen, ist das einfach easy. Ist einfach so. Es ist, ich meine, die haben keine Chance. Wir sind einfach zu stark für sie. Zack. Aber dann hat mehr Damage gedrückt als unser normaler Angriff. Heilige Kacke. Flammenwalze? Ja, okay. Das macht eh kein Damage. Naja, was soll's. Zack. Selan. Oh lol, warte, das kann One-Hitten? Heilige Kacke. Okay, das wusste ich nicht. Magiestaub. 25% der maximalen MP. Scheiße. Mach mal bitte einen Wailer. Holy shit. Holy fucking shit, Alter. Ich hätte es nicht erwartet, dass es One-Hitten kann. Na egal. Ist ja kein Ding, wir haben ja drei Leute, die Wailer können, also von daher. Und wir haben noch Heilsirup, Heiltrank, alles. Alles fresh, also. Er wird noch einmal abgewehrt und zurückgeschickt. Du kriegst auch dein Damage ab, Ehren. Du hast keine Chance. Versuch es gar nicht erst weiter. Angriff. Machen wir ein Drachenfeuer? Oh ja, wir machen Drachenfeuer. Wailer. Und bitte Abaddon. Ja, vielleicht ist sie nach Abaddon sogar schon tot. Könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben bisher schon ziemlich viel Damage gedrückt. So viel Leben dürfte sie nicht mehr haben. Schätze ich jetzt einfach mal. Ich bin mir halt nicht sicher, aber ich denke schon. Ja, komm. Nein, doch nicht, okay. Jetzt besiegt? Immer noch nicht. Okay. Wow. Also so langsam dürfte die eigentlich mal besiegt werden, oder? Ich meine, die dürfte echt nicht mehr viel Leben haben. Was ist ja das Ding? Naja. Okay, immer noch nicht. Alter Vater, was ist denn das? Ups, nein. Zack, zack. Okay, und bitte ein Abaddon. Ja, der Part geht schon 23 Minuten. Ich nehme zwar wieder am Stück auf, aber ich will den halt nicht mitten in einem Kampf switchen. Und ich würde sagen, wir heben uns halt da aus bis zum letzten Part auf. Und ich denke mal, das wird danach der letzte Part sein. Also hiernach wird auf jeden Fall ein Cut kommen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wenn sie jetzt bald mal besiegt ist. Ja, nice. Okay, schöne Sache. Schöne Sache. Finde ich gut. 50.000 Erfahrungspunkte und Goldmünzen.